Sehr schön. Oh, danke. Kind, du Verstrecker. Los, die Arme nach oben. Ah, hier, so. Glückliche Familie. Stell dich aufrecht hin. Bitte guck in die Kamera. Und einfach lächeln. Ja. Steck vielleicht noch auf den Strecker. Er will, dass ich auf die andere Seite gehe. Ich will, dass ihr die Stöcke nochmal hochhalten. Nochmal. Emotional haben wir in letzter Zeit viel durchgemacht. Mein Dad ist vor 8 Monaten gestorben. Und deshalb sind wir hier. Auf das Genießen. Auf das Genießen. Wenn du einen Elternteil verlierst, wird das Ticken immer lauter. Heute ist alles, was wir haben. Was wir haben, ja. Starker Spruch. Vielleicht fahren wir mal das Biest nach dem Essen. Oh, weiß nicht. Ich glaube, die ist nicht so schwer. Bei uns wäre das eine blaue. Ist das okay, Pete? Alles ist gut. Es sah aus, als würde sie uns töten. Für einen Moment. Und die Kinder, die haben geschrien, weil es sich so angefühlt hat, als wäre es das gewesen. Pete? Wow. Und ich sehe rüber zu Pete. Nur der hatte sich sein Handy geschnappt. Pete hatte uns verlassen. Ich hatte euch keineswegs verlassen. Ich wollte Hilfe holen. Yes. I'm gonna win. So ist das nicht gelaufen. I choose to survive. Ich liebe meine Familie. Heute ist alles, was wir haben. Wie hätte ich wegrennen sollen? In Skischuhen. Was? Kannst du in Skischuhen rennen? Nicht wirklich gut, aber... Bumm. Genau. Aber egal, ich würde meine Familie nie zum Sterben zurücklassen. Das nenne ich Bumm. Yes, I am prepared. Du hast das Recht, wütend zu sein. Da gibt's nur schwarz und weiß. Wow. Doch, nur schwarz und weiß. Wie alt bist du? 30? Oh. I won't give in. Es gibt nur eins, worüber ich mir jetzt Gedanken machen muss. Und das ist, hier runterzufahren. Ich kann nicht verstehen, wieso es keinerlei Warnhinweise gegeben hat. Es gab Warnhinweise. Was? An den Liften und Gondeln, Hotelrezeptionen, in Restaurants, Geschäften, Bars, Getränkeautomaten. Wir haben keine gesehen. Naja. Downhill.